Halli, hallo, Hallöchen, Freunde. Ja, wie man sieht, habe ich mich mal wieder aus meinem Dschungel herausgetraut. Und ich habe jemanden mitgebracht, genau, quietschenden Stuhl übrigens. Muss ich noch vorstellen. Ich weiß nicht, ob man den gerade hört. Ja, hat man wahrscheinlich jetzt gerade gehört. Ja, ich bin vom zweiten Stock in den ersten umgezogen bei uns daheim. Also nicht wundern wegen dem anderen Hintergrund vielleicht. Und ich habe noch zusätzlich die Rollo runtergetan, weil sonst fokussiert die Webcam nämlich den. Das einfallende Licht draußen und dann schaut es hier drin total dunkel aus und ihr würdet mich einfach nicht erkennen. Auf jeden Fall. Ich sollte mal zum Punkt kommen. Ich wollte eigentlich nur ein kurzes Ankündigungsvideo machen und zwar, wie vielleicht ein paar von euch gemerkt haben, habe ich jetzt die letzten paar Tage mal wieder ein bisschen gestreamt. Zweimal auf YouTube und einmal auf Twitch. Battle Ride, für die, die es noch nicht kennen, das ist einfach ein Top-Down Arena Brawler. Und ja, ich hatte halt einfach mal wieder Lust auf Streamen. Weil ich zurzeit mal wieder einfach Zeit habe und mit der Uni läuft eigentlich auch super, alles super. Und wir haben jetzt dieses Semester, ich bin jetzt im fünften Semester, nur noch Wahlfächer. Und ja, dann habe ich mir gedacht, hey, gönn dir doch mal wieder eine kleine Auszeit. Das heißt Auszeit, gönn dir mal wieder ein bisschen Frischluft. Und ja, wollte mal schauen, was bei euch so läuft, beziehungsweise wie es der Bananenbande denn so geht. Ich hoffe, ihr seid alle fit und habt vielleicht auch mal wieder Bock. So wie ich, in nächster Zeit mal wieder den ein oder anderen Stream zu starten. Und dann vielleicht nicht unbedingt sowas zu streamen wie Battle Ride, weil mir ist aufgefallen, dass man, ja, dass es eigentlich für meine Streams, so wie ich sie gerne machen würde, ungeeignet ist. Weil das Spiel einfach total schnell ist und man will natürlich dann in diesem Spiel auch vielleicht gewinnen. Und ich kann da nicht mit euch kommunizieren. Das ist total doof. Weil bei meinen Streams habe ich das immer einfach gefeiert, dass die Community immer so stark war. Und alle irgendwie untereinander total coolen Gesprächsthemen ausgekramt haben, herausgekramt haben und dann eben besprochen haben. Das fand ich einfach immer super. Das war, keine Ahnung, als würde ich neben euch hocken. Das war irgendwie so, ja, hey, und dann dies und das und dies und das. Und ja, einfach so Gesprächsthemen, wo du denkst so, hä, zocken wir gerade was? Oder zock ich gerade was? Oder philosophieren wir gerade über Gott und die Welt? Was ich einfach auch cool finde. Ich meine, zocken kann ich ja auch alleine. Und beim Streamen ist halt einfach diese Community, beziehungsweise diese Gesprächsthemen, finde ich einfach super klasse. Und darum habe ich mir gedacht, ich werde jetzt auch, wenn ich jetzt in nächster Zeit wieder streame, genau, dazu komme ich jetzt auch gleich nochmal, würde ich eher sowas gerne wieder wie Total War zum Beispiel streamen. Da gibt es jetzt Total War Warhammer. Was ich auch gerne mal wieder zocken würde. Das habe ich sogar schon mal gespielt, aber eben wie schon gesagt, alleine. Oder so kleinere Spiele, Stoneheart zum Beispiel, oder vielleicht auch mal wieder 7 Days to Die. 7 Days to Die gibt es ja auch wieder jetzt, inzwischen glaube ich sogar für die PS4. Das ist so krass. Und das hat mir eigentlich immer Spaß gemacht. Das sind einfach noch nicht solche Spiele, wo du innerhalb von 2 Minuten einfach dein Gehirn auf die Tastatur klatscht und dich total eben auf das Hier und Jetzt konzentrieren musst und einfach nicht mit deiner Community kommunizieren kannst. Sowas will ich einfach nicht. Und ja, apropos Streams jetzt. Das, was eigentlich jetzt das Wichtigste ist, ich werde jetzt in nächster Zeit wieder öfter streamen. Also, wer Bock hat, ihr könnt mich gerne wieder auf Twitch abonnieren, weil, genau, irgendwie die ganzen Themen, die ich jetzt eigentlich ansprechen wollte, die rolle ich gerade von hinten auf. Ich wollte nämlich einfach sagen, noch, ja, die Frage war halt von vornherein bei mir, YouTube Gaming oder Twitch? Und ich habe mich jetzt für Twitch entschieden, fragt mich nicht warum. Für die, die es noch nicht wissen, es gibt jetzt dieses seit gestern oder vorgestern, glaube ich, erst, dieses Twitch Prime. Falls ihr noch nicht wisst, was das ist, ich will das jetzt nicht unbedingt in meinem Video auch noch ansprechen. Einfach mal in YouTube oder googeln, in YouTube eingeben oder googeln, so genau, was das ist. Ich kann ja mal kurz ansprechen, das ist eigentlich im Prinzip so eine Turbo-Mitgliedschaft. Mit Hilfe von Amazon Prime. Das kostet, glaube ich, 50 € im Jahr. Und wenn ihr Amazon Prime habt, also jetzt schon habt, dann kriegt ihr es im Prinzip kostenlos dazu. Also ihr kriegt halt nicht irgendwelche Zusatzkosten. Es wird halt dann, ich glaube, Amazon Prime kostet jetzt auch 50 € im Jahr und dann kriegt ihr halt das sozusagen gratis dazu. Glaube ich zumindest. Ich will jetzt keine Scheiße erzählen, ganz ehrlich. Oh. Und ich sollte auch nicht so solche Ausdrücke in YouTube-Videos bringen. Ja. Ich habe mir mal wieder die YouTube-Richtlinien Richtlinien angeschaut. Und die haben ja da jetzt diese ein oder andere Klausel eingeführt. Ja, Klausel ist es ja nicht.
aber Richtlinie, dass man ja solche Ausdrücke nicht mehr so oft bringen sollte oder gar nicht bringen sollte. Und ich schweife schon wieder total hart ab. Ihr kennt mich ja. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt für Twitch entschieden. Und genau, was noch eine Neuerung ist, glaube ich, es unterstützt jetzt, also Twitch ist jetzt auf HTML5-Basis und nicht mehr auf dieser Flash-Basis. Und darum sollte das auch um einiges flüssiger laufen für die, die vielleicht davor Probleme hatten. Und vor allem auch für die Smartphone-User, glaube ich, ist das auch nochmal eine riesige Verbesserung. Ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so genau aus. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich gerne wieder auf Twitch abonnieren. Ihr findet natürlich den Link unten in der Videobeschreibung. Oh mein Gott, kommt mir vor wie so ein, keine Ahnung was. Irgendwie ist es komisch, wenn man das selber macht. Oft schaut man ja irgendwie YouTube-Videos und dann denkt man sich so, ja, dann kommt einfach dieser typische Spruch, ja, das findet ihr natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Und jetzt mache ich selber und ich denke so, ach Gott, ist das irgendwie, naja, gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Aber ja, YouTube-Videos, glaube ich, weiß ich noch nicht, ob ich es mache. Ich werde jetzt nur auf Streams erstmal aufbauen. Was heißt aufbauen? Ich werde einfach nur erstmal streamen. Punkt aus Ende. Und wenn ich dann doch mal irgendwie mal wieder Lust habe, dann kommt vielleicht das ein oder andere Projekt. Oder vielleicht auch nur eine Zusammenfassung vom Livestream, irgendwie sowas. Aber groß auf YouTube, glaube ich, wird jetzt nichts laufen, zumindest nichts Regelmäßiges. Aber Streams kommen auf jeden Fall jetzt häufiger wieder. Ich habe richtig, richtig Bock da drauf. Vor allem habe ich auf euch Bock drauf. Auf euch Bock. Ich sollte mal nicht so schnell reden. Das kommt davon, wenn man schon lange nicht mehr Videos gemacht hat, dann verhaspelt man sich einfach gerne. Ich hätte mal wieder Bock auf die Bananenbande. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne in die Twitch-Streams reinschauen. Wir werden alles Mögliche streamen. Und ich versuche euch natürlich so weit wie möglich da mit einzubauen und mit euch sozusagen zu streamen. Also nicht für euch zu streamen, sondern mit euch zu streamen. Das finde ich auch einfach das Coole dran. Das ist einfach nicht dieses passive, ich glotz jetzt, schau mir einen Film an. Ja, auch der große Unterschied davon. Aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen war es das jetzt, was ich eigentlich sagen wollte. Und ich habe 7 Minuten gelabert. Oh mein Gott, 7 Minuten. Ich wollte jetzt ein 2-Minuten-Video machen. 2 Minuten. Typisch einfach. Naja, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten muss ich einfach noch ein Video machen. Und ja, bevor ich jetzt doch nicht... Ja, jetzt kommt mir dann doch noch ein Gedanke. Heute ist ja Sonntag. Okay. Und morgen ist Feiertag, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Feiertag ist, der in ganz Deutschland ist. Aber ist eigentlich egal. Morgen um 18 Uhr starte ich einen Stream auf Twitch. Und ich denke, das wird dann Total War Warhammer sein. Außer ihr habt natürlich noch eine andere Idee, beziehungsweise eine bessere Idee oder auf was anderes Lust. Dann könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich werde mir alle durchlesen. Und ja, dann freue ich mich auf euch morgen und wir sehen uns. Ciao, ciao.